Fast könnte man meinen, die Opel Arena gehöre der UEFA. Für das kommende Europa-League-Spiel von Mainz 05 gegen Saint-Étienne muss der Innenraum des Stadions umgestaltet werden. Die UEFA hat ihre eigenen Sponsorenverträge und so muss die Bandenwerbung komplett ausgetauscht werden. Und während bei Bundesliga-Begegnungen 20.000 Sitz- und 14.000 Stehplätze zur Verfügung stehen, wird die Arena für internationale Begegnungen komplett auf Sitzplätze umgerüstet. Insgesamt stehen dann statt 34.000 nur noch 27.000 Plätze zur Verfügung. Die Umbauarbeiten nehmen volle 3 Tage in Anspruch.